Hi, ich bin René, Gründer und Lead Designer bei Novos. Bereits 2010 war die Idee für ein völlig neuartiges Leichtkraftrad geboren. Wir nennen es Premium Lightbike. Nach über 12 Jahren konnten wir euch jetzt die Serienversion von Novos One, unserem ersten Produkt, vorstellen. Jeder Designer träumt davon, einmal wirklich auf einem weißen Blatt Papier zu beginnen. Bei Null. Und genau so hat alles bei Novos begonnen. Keine Vorgaben, keine Vorgängermodelle, keine Konvention. Dafür jede Menge Idealismus und sicher auch ein wenig Naivität. Im Rückblick war das wohl auch nötig, denn sonst erschafft man nur die 100. Version von etwas bereits Bekanntem. Die Aufgabe von einer Erfinderin oder einem Designer ist es schließlich, etwas zu erschaffen, von dem die Menschen noch gar nicht wissen, dass sie es irgendwann einmal haben wollen werden. Design ist die bewusste Gestaltung von Objekten mit einem ganz klaren Ziel, eine bestimmte Wirkung beim Betrachter zu erzeugen. Diese kann ganz unterschiedlich sein, je nachdem, was man kommunizieren möchte. So sind unterschiedliche Produkte also auch ganz bewusst unterschiedlich gestaltet. Ein Lamborghini will etwas anderes kommunizieren als ein iPhone. Man könnte also sagen, Design ist das Sprachrohr der Produktseele. Doch was bedeutet Design für uns? Das ist gar nicht so leicht zu beschreiben. Für mich persönlich ist es das Gefühl, was eine Sache in mir auslöst, die einer höheren Gestaltungsordnung folgt. Wenige nur können sie entschlüsseln, aber fühlen können wir sie irgendwie alle. Diese Art von Energie, die eine wirklich gute Gestaltung ausstrahlt. Als Designer entwickelt man mit der Zeit eine Art sechsten Sinn für Proportionen, Harmonien und die natürliche Ästhetik, auf der unsere Welt aufgebaut ist. Dieses Naturgesetz dann in einen schöpferischen Prozess zu nutzen, das ist etwas unglaublich Faszinierendes und ich glaube, es ist uns wirklich gut gelungen. Das ist Novos One. Ein Novos ist ganz anders gestaltet als ein konventionelles Leichtkraftrad. Wir brechen hier mit vielen gängigen Konventionen des traditionellen Motorraddesigns. Bei uns gibt es 2 ganz eindeutige Gestaltungsregeln. Nummer 1 ist die maximale Integration aller Bauteile. Jedes Element tritt dabei im Sinne der Gesamtform zurück und integriert sich funktional und gestalterisch in diese. Das heißt, keine Fugen, keine Schrauben, keine Kette, keine Umlenkung, nicht mal eine Fußbremse, nichts. Zweitens, das Gesetz der Parsimonie. Das bedeutet, wenn es 2 oder mehrere Optionen für ein und dieselbe Sache gibt, dann wählen wir immer die optisch einfachere Lösung. Beide Prinzipien dienen dazu, ein unverwechselbares und symbolhaftes, ikonisches Design zu erschaffen, welches dann als Sinnbild seiner Klasse stehen kann. Ein Symbol, welches sich von allen anderen unterscheiden kann. Denn unser Anspruch ist es, dass man ein Novos aus vielen 100 Metern Entfernung, selbst bei tiefstehender Sonne und 2 Dioptrie Sehschwäche, immer noch sofort als das erkennen kann, was es ist. Wenn das klappt, dann hat man ein Symbol erschaffen. Was die Gesamtproportionen angeht, ist das One gleichermaßen von E-Bikes, Motorrädern, Science-Fiction-Filmen sowie von der Ästhetik zeitlosen Produktdesigns inspiriert. Der Ausgangspunkt unserer Gestaltung im Jahr 2010 war das Wissen um die Möglichkeiten der Faserverbundtechnologie. Damit war eine ganz neue Ästhetik möglich. Die Basis bildet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Rädern und dem Body. Ganz wichtig ist auch der Freiraum zwischen den Elementen, ähnlich wie bei einem Passepartout eines Bilderrahmens. Das Loch im Rahmen ist unser prägendes Gestaltungselement. Es verschiebt den optischen Schwerpunkt nach unten und lässt das One leichtfüßig und eher skulptural erscheinen. Der Rahmen und alle Bauteile sind dabei in eine Hauptrichtung und 2 Nebenrichtungen gegliedert. Die Hauptachsen streben dabei nach vorne und lassen das Bike schon im Stand dynamisch wirken. Dem entgegengesetzt sind die vertikalen Linien. Sie stabilisieren das Fahrzeug und tragen das optische Gewicht der Fahrer. Diese Linien haben wir dann an allen Bauteilen immer wieder aufgegriffen, um so für einen harmonischen Gleichklang der Elemente zu sorgen. Ein weiterer Aspekt ist die logische Fortführung von Linien unterschiedlicher Baugruppen. Unsere Sitzbank endet grafisch am Lenker. Die Linien der Schwingen werden im Chassis und im Rahmen aufgegriffen und dort weitergeführt. Wie ihr seht, ist Novos extrem skulptural gezeichnet. Alle Linien stehen in einer Beziehung zueinander und erschaffen so eine Art übergeordnetes Ganzes. Während der Entwicklung erzeugen wir 100 Versionen eines Bauteils und überprüfen immer wieder, ob es unseren Ansprüchen genügt und wie wir es auf allen Ebenen noch weiterentwickeln können.
Natürlich ist es eine Teamaufgabe, bei der viele verschiedene Fähigkeiten gefragt sind. Ich selbst arbeite dabei am liebsten am dreidimensionalen Objekt. Entweder an physischen oder an virtuellen Modellen. Aber ganz oft zeichnen wir unsere Ideen auch einfach per Hand auf. Häufig sind es dann nur Zehntel oder gar Hundertstel, die einen Unterschied machen. Aber das Ganze ist die Summe seiner Teile. Jedes Detail muss sich dabei den zwei Grundregeln der Integration und der Parsimonie unterordnen. Wenn wir zum Beispiel die Fußrasten gestalten, schaue ich mir immer die verschiedenen Entwürfe niemals alleinstehend an. Ich schaue mir immer das gesamte Fahrzeug an und versuche, alles gemeinsam auf mich wirken zu lassen. Tut man dies nicht, läuft man Gefahr, dass einzelne Elemente versuchen, sich gegenseitig den Rang abzulaufen. Bei Novus gibt es kein Feature-Design. Das Feature dient immer der Gesamterscheinung. Als Beispiel sind die Bedienelemente am Lenker, genau wie das Frontlicht mit dem Grundkörper, verschmolzen. Die Sitzbank geht nahtlos in den Lenkerbereich über und das Rücklicht ist eine Weiterführung der Rahmenform. Ich glaube, das Design hier eine ganz entscheidende Aufgabe hat. Sie baut die Hürde der Benutzer gegenüber einem technischen Produkt ab. Ein Novus fühlt sich viel mehr wie ein Smartphone auf Rädern an, anstatt wie eine schwer zu beherrschende Maschine. Denn am Ende soll sich der Fahrer oder die Fahrerin auf eine einzige Sache konzentrieren können. Sich selbst und natürlich das Fahren. Das war ein kleiner Einblick in die Gestaltungsphilosophie bei Novus. Egal ob Ingenieur oder Designer, jeder bei Novus hat den Anspruch, ein möglichst herausragendes Produkt zu erschaffen, bei dem Form, Funktion und Material eine Art symbiotische Einheit ergeben. Im nächsten Video zeigen wir euch dann, wie wir dies auf einer technischen Ebene umsetzen.